liebst du dich, dich ganz persönlich. Wenn da ein Ja herauskommt, dann gestaltet sich dein Leben komplett anders, als wenn da ein Nein herauskommt. Und darum müssen wir uns echt fragen, wie können wir Liebe im Alltag anwenden oder leben, ohne dass es eine komplex spirituelle Geschichte wird. Also die Liebe ist ganz ein interessantes Thema. Ich würde sagen, es ist das Naturgesetz überhaupt, was es gibt auf der Welt. Also alles ist komplett auf Liebe aufgebaut. Jede Pflanze, jeder Baum, gar alles ist komplett auf Liebe aufgebaut. Auf diesem Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, Teilen und Empfangen. Das ist das Naturgesetz Liebe. Wir sind alle ein Teil der Natur. Wie können wir im Alltag Liebe leben? Ganz bewusst Liebe leben. Unabhängig, ob wir jetzt im Job sein oder privat, in einer Beziehung oder im Sport. Die Liebe ist der Grundsatz wirklich von gar allem. Und das schauen wir uns jetzt an, was wir da jetzt tun können, um uns selber ganz tief von innen heraus uns Flügel zu geben. Wenn ich vor den Holzofen im Winter knie und sage, Ma, bitte gib mir Wärme, mir ist so kalt. Dann sagt der Ofen, ganz einfach, gib mir Holz, nachher gib wieder Wärme. Also, so einfach ist die Liebe in Wirklichkeit. Welcher Mitarbeiter, der was in die Firma kommt, oder neuer Mitarbeiter oder Bewerber, erzählt, was er alles beitragen kann, was er alles hineinbringen kann ins Unternehmen. Kreativität, eine neue Dynamik, sein Verkaufstalent, sein Vertriebstalent zum Beispiel und. Also, nochmal die Frage, konzentrieren wir uns eher auf das, was wir empfangen, also kriegen können von anderen, oder konzentrieren wir uns auf das, was wir geben können? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat der Jesus schon vor über 2000 Jahren gesagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich darf es heute noch einmal ein bisschen direkter übersetzen. Du liebst deinen Nächsten immer genau so, als wie du dich selber liebst. Anders ist es gar nicht möglich. So, jemand, der was dir jetzt in den Vogel zeigt beim Autofahren, liebt sich eher nicht. Aber das ist wurscht. Frag du dich, ob du dich liebst, ob du dich magst. So, jetzt kann man das Ganze wieder missverstehen und sagen, ich muss nur geben, ich muss mich aufopfern für andere. Nein. Wenn das eine Zitrone wäre, dieser Stein, wäre eine Zitrone. Und ich drücke fest, dann kommt Zitronensaft, ganz klar. Aber wenn kein Zitronensaft drinnen ist, dann kann ich drücken, wie ich will, da kommt nichts mehr raus. Und darum sind wir genau da. Wenn ich mir selber gut tue, wenn ich auf mich selber schaue, auf mich ganz persönlich, wenn ich die Liebe in mir erkenne, wenn ich meinem Körper gut tue, wenn ich mir selber gut tue, wenn ich mich selber mag und mich selber verwöhne, nachher kann ich erst was für die anderen tun. Nachher bin ich ein Segen für die anderen. Wenn ich für mich nichts tue, nachher bin ich für die anderen kein Segen, sondern meistens eher eine Belastung. Also fängt alles bei mir drinnen, bei mir ganz persönlich an. Liebe entsteht an einem einzigen Ort. In dir drin. Ich weiß, das sagt jeder. Aber wie kann man es jetzt greifbar machen? Wenn du in der Stille, in der Ruhe, mit dir selber, mit deinem Sein, mit deinem präsenten Sein, jetzt, im jetzigen Augenblick, wenn du mit dir eins bist, wenn du tief drinnen in dir das warme, angenehme, gute Gefühl spürst, dieses innere Zufriedensein, dieses innere Glück, dieses innere Dasein, dieses Spüren von deinem ganz persönlichen inneren Lebensfluss, da muss man in die Ruhe kommen, das ist schon klar. Da muss man sich Zeit nehmen, um in die Ruhe zu kommen. Da muss man sich selber Zeit, Achtsamkeit
und Präsenz schenken. Da muss man sich selber mögen. Da muss man sich anerkennen. Schau dir einmal, was in diesem Wort drinnen steckt. Anerkennen. Ich erkenne ich. Ich erkenne mich. Und da sind wir der praktischen Liebe sehr, sehr nahe. Ich erkenne mich ganz persönlich. Wenn ich das erkenne, ganz tief drinnen, dieses bewusste Sein, dieses präsente Dasein, dann habe ich die Liebe erkannt in mir, die was immer da ist, immer. Die Frage ist nur, ob wir sie erkennen, ob wir sie spüren. Und das Geniale ist, alles, was ich in mir erkenne, erkenne ich ganz automatisch im Außen. Also, wenn ich mich selber mag, wenn ich mich selber erkenne, die Liebe in mir erkenne, nachher erkenne ich die Liebe im Außen, ganz automatisch. Wenn ich es in mir nicht erkenne, kann ich es im Außen niemals finden. Niemals. Also immer dann, wenn du nichts erwartest, wenn du etwas einfach nur tust, weil du das Gefühl hast, das jetzt zu tun, weil es dir ein gutes Gefühl macht, nachher tu es. Dann bist du der Liebe sehr, 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 sehr nahe. Und zwar im Alltag. Wenn jetzt jemand sagt, ich gehe jetzt joggen, damit ich fit bin, dann ist es gescheiter, lass es. Wenn jemand sagt, ich gehe joggen, weil ich joggen gehe, weil ich jetzt das Licht und die Natur und alles ganz bewusst erleben kann oder meinen Körper jetzt aktuell spüren kann, so wie er ist, oder ich bewege mich jetzt in der Natur oder im Fitnesscenter, das ist doch komplett wurscht wo. Aber wenn jemand Sport macht, nachher soll man es bitte machen, einfach nur, weil man es macht und nicht, weil man was erwartet. Wenn du was erwartest, nachher bist du aus diesem Fluss draußen, dann wartest du halt. Und warten hat ja sehr viel mit Mangel zu tun, mit Nichtliebe. Also, und darum kann man sich die Frage stellen, das, was ich jetzt gerade tue, tue ich das jetzt einfach oder erwarte ich was? Warum mache ich das Video oder warum mache ich überhaupt Videos? Warum bin ich auf Instagram übrigens? Warum bin ich auf Facebook? Warum bin ich auf YouTube? Erwarte ich viel? Mein Kopf strahlt manchmal durch und sagt, ja, ich würde halt schon. Aber nachher kommt immer wieder das Bewusstsein und sagt, hey, du tust es, weil du es gern tust, weil du einfach eine Freude hast, weil du dich selber erfahren darfst bei dem Tun, was du da tust. Weil du eine Gaudi und eine Freude hast bei dem, was du tust. Und so könnten wir alles, was wir tun, genau da drauf stellen. Ich tue es, weil ich es gern tue, weil ich es einfach tue. Und wenn ich was tun muss, was ich nicht gern tue, dann tue ich es einfach, ohne dass ich mir jetzt da einen Mordskopf drüber mache. Also, Handeln im Nichthandeln, man kann aber auch sagen, Handeln ohne Wollen, ohne Erwartung, katapultiert die ganz nahe zur Liebe. Zur praktisch umsetzenden Liebe, kann man sagen. Ist nicht ganz deutsch, aber das ist wurscht. Aber die Liebe kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Weil die Liebe ist ein Bewusstseinszustand im Sein und erklären und beschreiben den wir immer mit dem Hirn da oben. Wie soll das gehen? Man kann es nur umschreiben, man kann Beispiele dazu bringen. Und wenn du jetzt sagst, das ist so ein Blödsinn, was der da redet. Also, du kannst mit dem überhaupt nichts anfangen. Okay, das passt. Aber tu mir einen Gefallen, einen einzigen. Liebe dich selber, so wie du bist. Nimm dich an, so wie du bist. Akzeptiere dich, so wie du bist. Freue dich an dir. Erkenne und erfahre die Liebe in dir. Dann wirst du sie rundum ganz automatisch erleben, erfahren, greifbar machen und du wirst dich aufladen mit Liebe. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und genau das wünsche ich dir für deinen Alltag, für dein Tun, für dein Dasein. In dem Sinn, Pirti, Servus, lieb dich, mach's gut. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.